Der Verein Gemeinschaft Hassport in Delmenhorst bietet unter anderem Nachhilfe für die Kinder des Stadtteils an. Wir haben die Gemeinschaft Hassport im Jahre 1999 im September gegründet als Mietergemeinschaft Helgolandstraße und in den Räumen des Jugendhauses Treff Hassport. Also die AWO hat uns dabei auch unterstützt und wir wurden 2002 zu einem eingetragenen Verein. Also der erste Schritt war die Hausaufgabenhilfe, welche hier dringend gebraucht wurde. Da waren am Anfang so 10 Kinder, heute unterdessen haben wir 20 im Durchschnitt. Und ansonsten haben wir hier sauber gemacht, also der Platz wird heute noch jeden Tag sauber gemacht. Und wir haben die Polizei überhaupt nicht mehr vor Ort oder höchst selten. Und Drogen sind fast weg, fast ausgemerzt. Alkohol ab und zu in den Familien, aber das ist nicht so, wird nicht mehr so nach außen getragen wie vor 16 Jahren. Das ist wichtig. Eine riesige große Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Wir verwenden die Spende für die Hausaufgabenhilfe, denn die Kinder, gerade die Kleinsten, haben mal ein Radiergummi verloren oder einen Stift. Und sowas kaufen wir alles für die Familien oder für die Kinder, wo wir wissen, dass die Eltern wirklich von Hartz IV leben. Und hier leben ca. 80% von Hartz IV oder sind Migranten. Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie uns diese Spende von 1.000 Euro zukommen lassen haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft einen Kontakt halten können und Sie ab und zu wieder mal bei uns vorbeikommen oder wir vielleicht mal bei Ihnen vorbeikommen oder was angucken können. Vorne hin und dann hängen wir das nachher oben in den Container, ne? Ja.